Guten Tag und herzlich willkommen am Borussia-Park. Was will er hier denn? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also heute ist irgendwas im Februar, so gegen Ende, weiß ich gar nicht, 26. oder so oder 25. Und am 13., Quatsch, am 18. März startet hier der Megamarsch Mönchengladbach, zu dem ich mich angemeldet habe. Und da ich jetzt längere Zeit keine längere Strecke gelaufen bin, dachte ich mir, wäre es an der Zeit, mal so einen kleinen Trainingslauf oder auch einen größeren Trainingslauf zu machen, um mal wieder in Tritt zu kommen, ne? Und da mir irgendwie die Inspiration für irgendeine selbstgeplante Tour fehlte, ich muss mal eben kurz aufs Tacho gucken hier. Folge dem Weg 250 Meter. Also da lang. Habe ich mir auf so einer Internetseite die Route vom Megamarsch Mönchengladbach 2022 runtergeladen. Das ist jetzt nicht gerade der Gipfel der Kreativität, aber ich dachte mir, das ist vielleicht ganz sinnvoll, das auf diese Art zu tun. Und ich weiß auch nicht, ob ich die vollen 50 heute durchballer, so aus dem Stand. Weiß ich noch nicht. Aber so bin ich hier schon mal am Startpunkt gewesen und guck jetzt mal, wie sich das hier heute so anlässt. Wetter 3 Grad, bedeckt und windig, also nicht schön, aber das stört mich überhaupt nicht. Ich will hier keinen Urlaub machen, ich will jetzt hier ein paar Meter machen, so sieht's aus, los geht's. Kaum bist du ein paar hundert Meter vom Stadion weg, bist du schon in der Natur. Liegt aber auch daran, dass sie halt irgendwann dieses Stadion hier mitten aufs Feld vor der Stadt hingepflanzt haben. Weil es wohl am, wie hieß das noch, Bökelberg, ein bisschen zu knubbelig wurde mit den abertausenden Fans, die da immerhin strömen. Nicht wahr? Fußball ist ja hier riesig in Mönchengladbach. Ich bin da ja, habe ich ja schon mal erzählt, ziemlich raus, was Fußball angeht. Aber hier ist das riesig. Jo, was wollte ich noch gesagt haben? Ich bin jetzt nicht übertrieben vorbereitet auf diesen Ausflug hier. Wie gesagt, und ich weiß auch nicht, ob ich die 50 Kilometer hier heute mache. Könnte auch mit dem Tageslicht schon wieder knapp werden. Wir haben ja noch Winter und es ist schon 21:15 Uhr. Bin jetzt auch nicht übertrieben früh aufgestanden, deswegen. Ich habe ein paar hier so Eiweiß, so Proteinriegel dabei. 2 Liter Wasser in der Blase, also in der Trinkblase. Die andere, die da unten, die macht das dann später. Und ein bisschen Magnesium zum Nachkippen. Und fertig. Gefrühstückt habe ich Pop-Tarts. Kennt ihr die? Das sind so Dinge, schmeißt du in den Toaster rein und also gut, das macht man ja auch mit Toastbrot. Ich habe gestern in so einem USA-Food-Shop so Pop-Tarts mit Zimtschneckengeschmack gekauft. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und wenig überraschend, wie fast alles an fertigen Nahrungsmitteln aus den Vereinigten Staaten, schmeckt ausschließlich nach Zucker. Eine Zuckerbombe vor dem Herrn. Also unterzuckert werde ich heute nicht sein. Ich habe, glaube ich, schon die empfohlene Tagesdosis für 7 Menschen in der Figur. Jo, das war das Ernährungsupdate. Ich bin jetzt 2,3 Kilometer gelaufen und bin gespannt, wie es weitergeht. Optisch im Moment noch nicht viel los, aber wir sind hier auch am Niederrhein und über dessen optische Reize habe ich mich schon diverse Male ausgelassen, beziehungsweise über deren nicht vorhanden sein. Jetzt kriege ich hier tatsächlich ein paar Sonnenstrahlen ab. Da hatte ich heute nicht mit gerechnet. Sehr schön, angenehm.
Für mich ja auch immer sehr schön, wenn ich in mir unbekannten Gegenden unterwegs bin, sind so seltsame Straßennamen. Ich bin gerade schon wieder über zwei gestolpert. Eins war in den Flachsgruben. Da denke ich dann immer, wie kommt eine Straße zu so einem Namen? Ich meine, Flachs ist ja so eine Art Leinenstoff, so Mittelalter-Wams-mäßig. Haben die da im Mittelalter Leinen verbuddelt in den Flachsgruben? Was ist da los? So, aber noch schöner, jetzt gerade so ein relatives Neubaugebiet, gefilmt habe ich da jetzt nicht, hieß die Straße Genhülsen. Also Gen wie Erbinformation und Hülsen wie Behälter. Genhülsen, DNA-Behälter. Ja. Was einem halt so einfällt, wenn Hauptstraße und Kirchstraße schon vergeben sind, ne? Der April ist früh dran dieses Jahr. Jetzt hätte ich mich beinahe gemault. Hier sind wieder alle vier Jahreszeiten innerhalb von einer halben Stunde zugange. Die fünfte ist ja gerade vorbei. Also ich kriege hier sowohl einige wenige Sonnenstrahlen ab, als auch Regentröpfchen. Aber solange das sich alles in diesem Rahmen abspielt, soll mir das recht sein. Ich habe natürlich einen Schirm dabei, für den Fall, dass das ein bisschen unangenehmer wird, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, das wird heute nicht so richtig. Naja, selbst wenn, egal. Ansonsten habe ich einen Teil meines Equipments vergessen, und zwar meine Kopfhörer. Die sind zu Hause geblieben aus Versehen. Wobei, wie ich schon mal erzählt habe, ich die ja eigentlich immer nur in den Ohren habe, um mich von Frau Komoot anschreien zu lassen. Die brüllt jetzt meine Hüfte an, weil das Handy in der linken Hosentasche steckt. Fahrrädchen. Moment. Und ich habe ja auch noch die Uhr, die Ding-Dong macht und mir sagt, wann ich abbiegen muss. Denn verlaufen ist immer doof. Was wollte ich noch sagen? Ich bin jetzt, wie lang? 9,2 Kilometer knapp unterwegs. Bin jetzt in Wickrath. Das gehört durchaus auch noch zu Mönchengladbach. Hier ist auch irgendwo so ein Schloss. Ich glaube, da geht bestimmt auch die Strecke dran vorbei. Da habe ich mal vor sehr vielen Jahren eine Hochzeit gefeiert. Also keine von meinen. Da würde ich mich dann ans Jahr erinnern. Weiß nicht mehr, wann das war. Egal, war nett. Doch, durchaus. Wenn ich der Planer vom Megamarsch wäre, würde ich da natürlich einen Versorgungspunkt hinmachen. Und das käme ja auch hin, so nach 10. Ich nehme mal an, wenn die 2023er Strecke sich nicht maßgeblich von dieser hier unterscheidet, dürften da so ein paar Pavillons stehen mit lustigen Snacks und etwas Wasser. Apropos Wasser, fällt mir gerade ein. Super, ich habe hier so eine Situation. Weiß nicht, sieht man das? So mein Unterarm ist etwas befeuchtet an der Stelle, wo mein Trinkschlauch aus dem Rucksack kommt. Ich glaube, ich habe den heute Morgen im Eifer des Gefechts etwas überfüllt und noch zu wenig getrunken. Deswegen drückt da, glaube ich, ein bisschen Wasser raus und tropft mir permanent auf den Unterarm. Das scheint mir die einzig schlüssige Erklärung zu sein, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Körper an dieser sehr spezifischen Stelle sehr stark schwitzt. Das wäre seltsam.
war dann auch schon Schloss Wickrath, beziehungsweise eigentlich nur die sogenannte Vorburg. Das Schloss liegt etwas zurückgesetzt. Und wie ich feststellen musste, da war überhaupt kein Platz für so ein Versorgungsdings. Da war vor dem Schwimmbad da vorher, ich glaube, das habe ich gar nicht gefilmt. Nee. Da war so ein Parkplatz und ich denke mal, da wird das dann stattfinden, sollte es da in der Gegend so ein VP geben. Das weiß ich ja nicht und ich weiß auch gar nicht, ob die Strecke dieses Jahr dieselbe ist wie diese hier. Jo, jedenfalls hat es hier gerade wieder ein bisschen getröpfelt. Aber wie ich bereits sagte, das wechselt sich so ein bisschen ab. Immer etwas Sonne und etwas Regen. Oh ja, das kann man nicht als Regen bezeichnen. Das sind wirklich nur ein paar Tröpfchen, die so aus der Wolke geschleudert kommen. Ich muss allerdings wieder ziemlich aufpassen, was Ausrutschen angeht. Hier ist es wieder stellenweise wahnsinnig matschig. Und ich bin ja wieder mit meinen Standardreifen unterwegs. So weitestgehend profillos und ja, Obacht, sag ich mal. Hat man das gehört? Ich glaube, die raucht zu viel. Geht hier übrigens schon kilometerlang hier wacker an der Niers entlang, die ich ja auch schon diverse Male bewandert habe. Gefühlt habe ich das Ding jetzt schon 37 Mal überquert. Es geht hier immer so quasi in Schlangenlinien so an der Niers entlang halt. Und ich lese hier immer Schilder Richtung Schloss Reit, Schloss Reit, Schloss Reit. Also beschleicht mich das Gefühl, dass es wohl auch dieses Schlösschen noch zu sehen geben wird. Da bin ich ja tatsächlich schon mal gewesen auf meiner Drei-Schlösser-Tour. Das war, glaube ich, ja, das war die erste Tour mit dieser Kamera hier. Ja, ja, weiß ich noch. So, wo sind wir denn überhaupt? 16,7 Kilometer jetzt. Und ja, ich beginne meine Beine zu merken. Ich merke auch, dass ich nicht gut im Training bin und werde gleich schon mal ein Riegelchen und so eine Magnesiumtüte aufreißen und mich ein bisschen dopen, damit das hier wacker weitergeht. Sackgasse hier. Das sind natürlich so die Dinge, die passieren können, wenn man Strecken nicht kennt. Und das sind auch genau die Sachen, die die Veranstalter von so Megamarsch und Mammutmarsch immer sagen. Ja, kann sein, dass sich die Streckenführung noch kurzfristig ändert, ladet die Strecke mal lieber abend vorher erst runter und so. Mhm. Ja, hier wird gerade Baumpflege betrieben. Das stand da zumindest auf diesem Baustellenschild. Ich weiß nicht, wenn man sich hier so umguckt, weiß ich, wenn das Baumpflege ist, ja, dann ist eine Obduktion Körperpflege. So, die Zwangsumleitung hat mich jetzt hier zu diesem Rewe geführt und so konnte ich noch etwas anderes einkaufen als das, was ich dabei habe. Diese Riegelchen sind ja schön und gut und das ist auch total sinnvoll, wenn man in Gegenden unterwegs ist, in denen es halt keine Läden gibt. Jetzt bin ich aber hier vorbeigekommen und werde mir jetzt ein Lachs-Sandwich und eine Buttermilch reinpfeifen und dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als die Route ein bisschen umzuplanen. Das werde ich jetzt erstmal machen, ne? Bis gleich. Musik.
Gut, ich bin wieder zurück auf der Route. Ich musste wirklich nur einen kleinen Schlenker machen. Bin jetzt auch schon wieder an der Nias, ne, dem kleinen Rinnsal hier. Und ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder warm laufen. Es ist ja unglaublich, wie schnell das geht, wenn man da nur 5 Minuten steht, um sich dieses Sandwich reinzudrängeln. Wie schnell man auskühlt, ne? Boah, mir ist richtig kalt geworden. Jetzt ist, aber es sind halt auch nur, es sieht nicht so aus, aber es sind halt nur 3 Grad, ne? Oh, schnell die Handschuhe wieder angezogen. Brrr. Gut, die Buttermilch, da habe ich ein bisschen in die Vollen gegriffen. Die, das sind 750 Milliliter oder Gramm. Das war natürlich jetzt nicht in einem zu verzehren. Also trage ich den Rest jetzt noch ein bisschen mit mir rum. Der Vorteil an diesen Temperaturen ist ja, dass die Getränke, die man mitführt, schön kühl bleiben. Wie erwartet ging es zum Schloss Reit, da sind wir jetzt. Und ich schätze mal, dass hier dann auch ein Versorgungspunkt sein wird. Denn wir sind jetzt 21,8 Kilometer unterwegs und das käme ja ganz gut aus, ne? Und wenn die einen das hier machen lassen, das wäre doch ganz schön. Jo, wer mehr über dieses Kleinod erfahren möchte, der befrage entweder Wikipedia, wie ich das getan habe, oder besichtige mein Video 3-Schlösser-Tour, eins der älteren auf diesem Kanal. Also manchmal wird mir dieses Rumgerutsche auf diesem morastigen Boden buchstäblich too much. Da bin ich dann immer froh, dass ich wie hier dann wieder so richtig schön soliden Asphalt unter den Sohlen habe. Also ich freue mich schon wieder auf Frühling und Sommer, wenn die Böden nicht so gemein zu einem sind. Naja, gut. Wo sind wir? 24,5 Kilometer. Noch nicht ganz Halbzeit. Sollte man das zu Ende machen, was ich immer noch nicht weiß. Ich habe schon überlegt. Und zwar, ich wandere ja normalerweise gerne mit einem Ziel. Also, oder aber ich mache eine Rundstrecke, wo die Rundstrecke irgendwie, was weiß ich, wie auf dem Nürburgring oder einmal um den Tagebau Hambach. Aber jetzt, da ich diesen Megamarsch ja quasi simuliere, wäre mein Ziel dann heute ein menschenleerer Busbahnhof am Borussia-Park. Das ist natürlich vollkommen unsexy, ne? Weiß nicht, ob ich das so geil finde. Ich könnte nämlich in einer Stunde oder so, da bin ich, glaube ich, wenn ich die Karte korrekt gelesen habe, bin ich am Flughafen Mönchengladbach und von da könnte ich quasi die Strecke verlassen, also die Megamarschroute, und von da einfach nach Hause laufen. Das sind dann natürlich deutlich weniger Kilometer, aber dann hätte ich ein Ziel, was irgendwie deutlich mehr Sexappeal hat als ein leerer Busbahnhof. Wenn die Veranstaltung läuft, ist da ja der Zieleinlauf. Das ist ein bisschen ein anderes Spielchen, ne? Ich überleg's mir noch. Also bislang könnte der Megamarsch Mönchengladbach, der es ja nicht ist, sondern eine Trockenübung, auch gut und gerne Mammutmarsch oder Megamarsch, whatever, Nias heißen.
denn ich werde das Ding nicht los. Es ist unglaublich. Und während es die vergangenen gefühlten 70, aber vermutlich nur so 7, 8, 9, 10 Kilometer wenigstens ein bisschen dran drüber, links, rechts und so weiter ging, geht es jetzt geschlagene 3,5 Kilometer ausschließlich diesen Weg am Ufer der Niers entlang. Das ist jetzt der Moment, wo ich dann tatsächlich mal kurz meine Kopfhörer vermisse. Denn das wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, sich irgendeinen True Crime Podcast oder so reinzupfeifen. Gut, ist jetzt nicht, macht auch nichts. Und ich glaube, hatte ich über den Matsch gesprochen? Ich glaube auch, dass gut die Hälfte dieser Durststrecke, apropos, schon wieder vorbei ist. Wie soeben unschwer zu erkennen war, war der nächste Wegpunkt bzw. vermutlich Versorgungspunkt mitnichten der Flughafen Mönchengladbach, sondern die Trabrennbahn. Und wie es der Zufall so wollte, fand da auch gerade eins statt. Verrückte Welt. So, das war jetzt der Punkt, an dem ich eine Entscheidung treffen musste. Nämlich, ob ich jetzt weiter auf der Strecke laufe oder abbiege in Richtung zu Hause. Ich habe jetzt gerade Google Maps befragt, um meine Komoot-Route nicht zu zerschießen, wie weit das nach Hause ist, und das sind nur noch 6,5 Kilometer von hier. Ganz ehrlich, dazu habe ich noch zu viel Bock. Und auch wenn hier überhaupt nicht das Ziel ist, die 50 heute zu machen und den Marsch komplett zu simulieren. Was heißt eigentlich zu simulieren? Ich mache ihn ja. Ist es mir trotzdem zu wenig. Die gute Nachricht außerdem, die mich jetzt, das nehme ich mal vorweg, entschieden habe, weiterzulaufen, ist, dass dieses riesen Niers und kein Ende-Ding zu Ende ist und es jetzt ein bisschen lebhafter wird, sag ich mal. Kann man mich noch sehen? Guten Tag. Und da ich, wenn ich jetzt hier weiterlaufe, an diversen Stellen einfach sagen kann, so, für heute reicht's, und mich in den nächsten Bus oder die nächste Bahn setzen kann, mache ich jetzt einfach weiter. Open End, sag ich mal. Ne? Aber von hier jetzt nach Hause, ne. Ist mir noch zu früh. Ich bin noch nicht fertig mit der Unternehmung hier. Jo, das war gerade wieder diese Ziehbrücke, habe ich es, glaube ich, genannt. Als ich die mal benutzt habe. Ich meine, das war, als ich nach Venlo gelaufen bin. Ne? Ja, bin mir ziemlich sicher. Das ist auch, glaube ich, eher ein touristisches Ziel oder ein Freizeitvergnügen, als dass es in irgendeiner Form einen Sinn hätte, denn hier gibt es halt alle 100 Meter eine Brücke. Ne? Also Spaß macht's trotzdem. Ich möchte an dieser Stelle übrigens nicht versäumen, die Witterung und deren Entwicklung am heutigen Tage ausdrücklich hervorzuheben und zu loben, denn das ist ja geradezu fantastisch. Ne? Ich habe von anderen Orten gehört, an denen der eine oder andere Niederschlag runtergekommen ist. Und die 17 Tropfen, die ich heute auf den Kopf gekriegt habe, die will ich mal nicht zählen an der Stelle.
Mittlerweile fast 35 Kilometer auf der Uhr. Die Sonne ist so lange im Untergehen begriffen. Es dauert noch eine ganze Weile, bis sie wirklich untergeht. Aber sie ist im Sinkflug, sag ich mal so. Aber es dämmert noch nicht. In mir dämmert allerdings die Erkenntnis, dass die Entscheidung, vorhin an der Trabrennbahn nicht in Richtung zu Hause abzubiegen, nicht gut war. Ich bin fertig gerade. Boah, Leute. Ich hätte jetzt, wäre ich an der Trabrennbahn abgebogen nach Hause, hätte ich jetzt noch einen Kilometer. Jetzt bin ich durch mein Nicht-Abbiegen. So, da war passend zu meinem eigenen Zustand der Akku leer. Also wäre ich vorhin abgebogen nach Hause, hätte ich jetzt noch genau einen Kilometer nach Hause und alles wäre gut. Jetzt bin ich allerdings so weit aus der Richtung, dass es von hier nach Hause noch 12 Kilometer wären und zum Borussia-Park noch 16. Irgendwie also fühle ich mich gerade so, als käme beides heute nicht in Frage. Und ich laufe jetzt einfach mal weiter, Strecke lang. Es geht jetzt fast in Richtung Innenstadt. Und dann werde ich mal sehen, wie ich weiter verfahre. Im Moment, ganz ehrlich, würde ich mir am liebsten ein Taxi nehmen. Das kam gerade wie... Danke. Das kam gerade wie mit dem Holzhammer. Ich weiß auch nicht. Ja, mein Körper signalisiert mir auch mit dem guten alten Knieterror, dass es für heute gut sein soll. Ich sag mal so, wäre das hier die Veranstaltung, hätte man ja mental, glaube ich, noch ein bisschen Reserven. Aber bei so einer Trockenübung ist dann auch mal gut, ne? Da muss man, da darf man dann auch sagen, nee, komm, ich beende das hier. Und genau das werde ich jetzt tun. Also irgendwie würde es da jetzt durch diesen Wald gehen und auch noch ein bisschen rauf und runter und hin und her. Das lasse ich jetzt alles aus und laufe die Straße am Rosengarten. Sehr hübscher Name, ist auch nett, wirklich nett hier. Habe mich immer gefragt, wo sind die schönen Ecken in Mönchengladbach? Die hier gehört dann eher dazu. Und ich glaube, ich peile jetzt mal den Hauptbahnhof an und dann denke ich, werde ich mir eine S-Bahn nach Hause gönnen. Also sollte sich jemals jemand gefragt haben, wo in Mönchengladbach das Geld wohnt, das scheint hier der Fall zu sein. Am Rosengarten. Gar nicht schlecht. Muss schon sagen. Bin eben offensichtlich an so einem entweder Golfvereinsheim oder einer Golfer-Treffpunkt, was weiß ich, Geschichte vorbeigelaufen. Wurde wieder jedes Klischee erfüllt. Jedes zweite Auto war eine G-Klasse oder ein Porsche. Und da war da so ein aus Bronze gegossener Goldspieler am Eingang. Also, was das hier gibt? Man meint das nicht, ne? Das ist ein Haus. Also hinter dieser Böschung ist ein Haus. Höchst interessant hier. Wird einem noch was geboten auf den letzten Metern? Thank you.
fällt ja ad hoc keine einzige deutsche Stadt ein, in der die Bahnhofsgegend besonders vorzeigbar ist. Ne? Also selbst die schönsten Städte sind da ja meistens schäbig. Ne? Aber ganz ehrlich, Mönchengladbach, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Hohoho. Gruselig. Puh. Ich steige jetzt hier in die nächstbeste S8 und fahre erstmal nach Kleinenbruch. Da ist die Welt noch in Ordnung. Ankunft Kleinenbruch. Hier ist die Welt wirklich noch in Ordnung. Ich hatte eben am Hauptbahnhof in Mönchengladbach noch die ungünstige Situation, dass ich eigentlich mal aufs Klöchen musste. Und ich dachte, wenn da so ein Münzklo ist, ne, wo du halt so ein Euro reinschmeißt und dann kommt da so ein Wertgutschein raus, den du halt genau wie mit den Sanifair-Biestern auf der Autobahn, die du einfach wegschmeißt. Ne. Ich dachte, wenn das so ein Ding ist, dann ist das einigermaßen akzeptabel. Ich meine wirklich akzeptabel. Ich erwarte ja kein 5-Sterne-Verdauungstempel irgendwie mit mundgeleckten Alabasterschüsseln und Duftkerzen und sonst irgendwas. Ne? Was ich erwarte, ist eine Örtlichkeit, in der ein Homo sapiens im Jahr 2023 sagt, das ist okay. Aber ich bin da rückwärts wieder raus. Ne? Erstmal war da exakt 2 Kabinen. Die Pissoirs waren alle kaputt. Mit so Plastiktüten umstülpt. Exakt 2 Kabinen, beide frei. Ich wusste warum. Ja, beschissen trifft's ganz gut. Ne? Unfassbar. Dass sich dafür keiner irgendwie verantwortlich fühlt. Und unglaublich. Naja gut, jetzt bin ich wieder hier. Laufe noch den Kilometer nach Hause. Und wo wir gerade bei Kilometern sind, ich bin so auf knapp 39 Kilometer dann heute gekommen. Vom Borussia-Park bis zum Hauptbahnhof. Auf Komoot kann man sich die Route angucken. Vielleicht waren es auch nur 38. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, nee, das hat für heute gereicht. Ganz ehrlich, das war genug. Und das war auch okay. Ich habe jetzt in der S-Bahn die 3 Stationen, die dort sind, kurz gesessen. Und in diesem Fall muss ich sagen, normalerweise sitze ich ja ungern bei Pausen auf Mammut oder Mega, also Marschveranstaltungen. Diese kurze Sitzperiode, sag ich mal, die hat meinem Knie sehr gut getan. Ich laufe jetzt wieder ganz normal. Vielleicht hätte ich mich eben mal einfach irgendwo hinsetzen sollen. Es gibt wahrscheinlich noch ein bisschen was zu optimieren an meinen Marschveranstaltungsqualitäten. Nun ja. Ich bin ja auch alles andere als ein alter Hase. Ne? Jetzt hier am 18.03. da in Mönchengladbach, das wird erst meine 4. Ja, so. Und das wird schon. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne danke ich sehr herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.